shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar eine kleine Ergänzung zu dem Video, wo ich vorhin hochgeladen habe, wie man die Heist-Raubüberfall-Tasche in den Online-Modus bekommt. Für all die Leute, die nicht wissen, wie das funktioniert, der Link zu dem Outfit-Glitch ist unten in der Videobeschreibung. Und da wurde ich halt auch gleich gefragt, ja, wie ändere ich denn das Outfit? Und ich habe das völlig vergessen im Video zu erwähnen, deswegen zeige ich euch jetzt hier dieses Video, wie das Ganze funktioniert. Und für all die Leute, die schon eine Raubüberfall-Tasche haben, ist es vielleicht auch ganz hilfreich für die Leute, die es halt noch nicht wissen, wie man überhaupt die Heist-Raubüberfall-Tasche auf andere Outfits drauf bekommt. Das Ganze ist eigentlich super einfach und ich schwör's euch, das kann beim ersten Mal auf jeden Fall klappen. Und man kann auch wirklich nicht viel falsch machen. Super einfach auf jeden Fall, das verspreche ich euch. Und was ihr dazu braucht, ihr braucht auf jeden Fall ein Outfit, wo ihr die Heist-Tasche schon habt und irgendein Outfit, auf dem ihr das drauf machen wollt. So, dann braucht ihr irgendein Helikopter, es spielt auch gar keine Rolle, was für ein Helikopter, Hauptsache ihr habt halt einen Helikopter, funktioniert auch mit dem Flugzeug natürlich, weil ihr dann automatisch einen Fallschirm habt, sobald ihr das Flugzeug oder den Hubschrauber verlässt. So, danach fliegt ihr auf so eine gewisse Höhe, damit ihr genug Zeit habt, um in euer Interaktionsmenü reinzukommen, und dann springt ihr einfach mal aus dem Helikopter raus, öffnet das Interaktionsmenü, geht auf Stil und dann seht ihr schon die ganzen Outfits, die ihr habt. Und dann sucht ihr einfach das Outfit aus, wo noch keine Raubüberfall-Tasche dabei ist. So, das war jetzt schwierig. Und dann versucht ihr einfach mal, ohne zu sterben, irgendwo zu landen. So, wenn ihr dann kurz vor der Landung seid, müsst ihr schon das Outfit parat haben, also mit Interaktionsmenü offen haben. Und sobald ihr landet und der Spieler den Fallschirm ablegt, so genau in dem Moment einfach X drücken, dann wechselt er das Outfit und zieht automatisch die Raubüberfall-Tasche an. Also richtig einfach, ich verspreche es euch, spätestens beim zweiten Mal funktioniert es. Ich denke mal bei fast allen beim ersten Mal. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Outfit funktioniert, das ich gerade euch im Hintergrund zeige, dann schaut doch auch mal in die Videobeschreibung rein, da habe ich es verlinkt. So, ich habe jetzt Cops, die muss ich jetzt loswerden und ich wünsche euch noch viel Spaß damit und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao.